Hallo und herzlich willkommen zurück zum Sims 4 YouTube-Doof. Hallo, Silly. Hallo, Jasmin. Hallo, yeah. Zuschauer. Ich brauche eigentlich gar nicht mehr sagen, Celine ist heute mit dabei, weil mittlerweile müssten ja eigentlich alle wissen, Celine ist heute mit dabei. Ja, genau. Ist ja schon normal. Ja, hier ist ein bisschen tote Hose. Jeder schläft in irgendeinem Bett. Außer, guck mich an. Oh, was ist bei dir los? Ja, also, ne? Ich bin mal wieder, also, ne? Wie und ich leib und lebe, um 0:45 Uhr. Ja, genau, lüg doch nicht. Doch, doch. Nein, niemals. Ich bin total sportlich, also das mache ich auch immer so. Abends oder nachts, wie oft habe ich mir auf der Couch gedacht, hör mal, jetzt eine Runde auf dem Laufband, das ist es doch. Du bist doch Pinocchio und hast gerade einen Meter lang vorne im Gesicht. So. Das machst du eher. Ja, wollte ich gerade sagen. Das machst du aber wirklich. Das ist echt so. Ich habe nämlich sogar zurzeit eine Blase am Finger. Ja, echt. Von der Maus. Die arme Celine, die ist im Vision-Fieber. Zum Beispiel. Ja. Aber Sarah hat ja auch eigentlich ja alle hier, die hier so sind. Ja, nee, Gronkh auch nicht. Nee, aber. Stimmt, Gronkh nicht so. Aber er hat schon gespielt. Aber er sagt, es wäre nicht so sein Ding. Ja, naja, aber was hat er da jetzt? Eine Fruchtbrause? Das kann ich dir sagen. Eiswürf, Orangenale mit Pfiff. Ah, oh, okay, mit Pfiff. Mm. Ja, hier euer Kind, das ist ganz lieblich am Schlafen. Das finde ich sehr schön. Ja, wird mit Musik beschallt, ist auch immer gut. Machen wir mal aus. Ja, jetzt Nachtruhe, okay. Genau. Damit es ich bin ja nicht so ein Assi, damit es in Ruhe schlafen kann. Hör mal, dass ich hier so sportlich bin, das geht aber nicht. Nachher sehe ich aus wie so ein Muskelberg. Siehst du, jetzt hast du es auch gemerkt. Ja, das möchte ich einfach nicht wahrhaben. Okay. So, aber ich finde das schön, dass ich so sportlich bin. Das bin ich nämlich sonst nie. Aha. Das war natürlich alles nur ein Scherz. So, ich bitte mal um eine Massage, und zwar um eine Aromatherapie-Massage, um Rosmarin- und Minzmassage von Fräulein. Ist das jetzt eine Anspielung? Nein, das ist einfach nur, du sollst mich einfach massieren. Aha. Ja, Dampf-Fußbad gibt's hier ja nicht. Ja, siehst du, dachte ich mir doch. Weil die Celine, die ist nämlich die Beste, weil ich habe ihr nämlich gestern geschrieben, dass ich so doll Schmerzen habe und dann sollte ich mir doch ein Fußbad machen. Das war doch so schön von ihr. Ja. Da hat sie sich gut um mich gekümmert. Genau. Das Baby weint, das Baby weint. Ah, das geht jetzt leider noch vor. Aber du hast irgendwie so ein Lama da, was soll das? Ach, das will Lama trinken? Nee, du willst Lama trinken? Ach, du willst jetzt mich massieren. Stimmt ja, dann kann sich Tyra viel mal kurz umkümmern. Oder Sarazza. Ja, der sitzt da mit dem Rücken, aber echt gut. Aber sie hat es ja schon gemacht, ne? Gewickelt wurde schon, ja. Tyrafin kam direkt und war zur Stelle. Sehr, sehr ordentlich. Vielleicht möchte sie ja auch mal Mutter werden, wer weiß. Ja, wahrscheinlich. Ah. Guck mal, wie süß. Ja, voll lieb. Ja, Tefina. Ja, Tefina. So, wir haben uns nämlich gedacht... Oh. Cool. Wir haben uns nämlich gedacht, wir machen heute mal eine fette Party. Okay. Jetzt, wo ich so energiegeladen bin und das Kind ja da ist, haben wir eigentlich mal wieder Zeit, ein bisschen Party zu machen. Das Kind kann ja zur Tagespflege. Ja, oder Nachtpflege. Oh. Ja, die kommt auch um 2.47 Uhr. Ich habe jetzt wieder den Bug, dass wir nicht reisen können. Oh, weiß ich nicht. Hattest du den schon mal? Ja, hatten wir doch letztens, wo wir kurz beim Beenden da ist das doch. Ach so. Dann, da ist es doch dann passiert. Das Grauen. Ja. Es ist abgestürzt. Ich habe auch mal die Einfriererei bei meinen 13 Sims, wenn ich mit den 10 Sims mit Gästen spiele. Ich glaube, das Spiel hat langsam oder kommt langsam nicht mehr klar auf die 5 Millionen Menschen, die hier bei mir in Sims rumlaufen. Ja. Hallo. Oder Walle musste sich erst noch von seiner Tochter verabschieden. Ja. Oder Walle. oder du prügelst dich gerade mit der Frau, die sich um dein Kind kümmern soll. Fass mein Kind nicht an. So, weißt du, so Baby-Blues, so, weißt du, wenn die Mütter dann so komisch drauf sind. Oh, das ist ja übel. Ja, wir warten mal kurz noch ab, ob das hier noch was wird. Heute noch, am besten. Es wäre sehr schön. Echt, hab noch zu tun heute. Ich auch. Ja. Also, liebe Freunde, diese Folge geht 1,5 Stunden, weil wir davon 1 Stunde im Ladebalken verbracht haben. Ja, genau. Und weil keiner von uns schneiden kann. Genau, weil keiner von uns schneiden kann, haben wir das natürlich dann so drin gelassen und wir finden das auch ganz gut.
Aber hier, der macht auch dauernd neue Sachen, ja, der Walle. Ich glaube, das wird nichts. Ja, aber es ging ja letztens dann plötzlich doch. Ach so, dann kann ich ja noch mal einen Schluck Tee nehmen. Ja. Ganz einen Schluck Tee nehmen. Während wir meine Wenigkeit in knapper Joggingbuchse sehen. Ja, hast aber einen guten Hintern jetzt. Ja, danke. Da, da, jetzt passiert was. Ah! Ah, man muss Gott sei nur Dank, Kompliment ich muss nicht schneiden. Ja. Weniger Arbeit. Echt. So, ich würde sagen, wir gehen hier hin, oder? Ja. Ab in die Disco. Und wir nehmen mit den Gregor, die Bianca, die Tyrophy. Jetzt muss ich mal eben gucken, wer ist hier noch so? Fräulein, Zockermimi kommt natürlich mit. Paola Maria kann mal mit. Revi Insight kann mit. Melina kommt mit. Nee, das ist die falsche. Außerdem hast du schon voll. Das ist doch scheiße. Das ist doch die richtige. Wir haben sie doch jetzt blond gemacht. Ach so, und was mit den blauen Haaren? Ja, das war die falsche. Das ist die falsche, ja. Okay, okay. So. Hat vergessen. Dann nehmen wir die erstmal mit und dann lade ich als Zockermimi noch ein paar ein, weil ich kenne ja so viele. Ja, du bist hier ja unser Social. Ja. Socialist. Genau. Ich bin Socialist, das hört sich an wie Terrorist nur im Internet. Nein. Ich bin der Socialist. Gegenteil. Der Socialist. Eigentlich ist das was Positives. Ja, eigentlich. Ja, und eigentlich ist ja so, ich bin jetzt erstmal die Mama. Ja. Ja. Und ansonsten, nee, das hat sich ja nicht verändert sonst. Weißt aber du, wer weiß. Mal, weißt du, was ich nochmal machen wollte? Warte mal eben, bevor wir jetzt hier weiterspielen, ja? Ich drück mal eben hier für alle, drück ich mal eben hier auf Pause. Ja. Ja, weil ich muss mal eben was tun. Oh, jetzt bin ich gespannt. Was hast du vor? Ich auch, warte. Du bist selbst gespannt. Ich bin selber gespannt, was ich jetzt vorhabe. Sehr gut. Das wird cool. Nee, warte. Ich sehe gar nicht, dass du irgendwas machst. Passiert das gerade nur in deinem Kopf oder? Ah, nee. Nee, ich mache das an meinem Telefon. Ah, an meinem mobilen Telefon. Du guckst was nach, oder? Ja. Okay, aber was kann das sein? Ein Cheat? Nee, ne? Ich wollte nämlich mal ganz herzlich die Marlies Christa, den Nachnamen sage ich jetzt mal nicht, die Marlies Christa grüßen, denn die guckt jede Folge von uns und die schreibt mir immer, wie toll das alles ist und sie freut sich immer mega aufs Wochenende und hat sogar schon manche Folgen zweimal gesehen. Ja, genau. Und deswegen wollte ich die mal ganz lieb grüßen. Das ist mir nämlich gerade so in den Sinn gekommen. Und jetzt schreiben mir wieder 10.000 Leute, ich möchte auch mal gegrüßt werden. Und ich würde am liebsten euch alle grüßen. Aber ihr müsst verstehen, dann haben wir nachher das Problem, dass wir 20 Minuten Video haben und davon ich 20 Minuten Leute grüße. Ja. Das wird irgendwann zu krass. Wir grüßen einfach alle Zuschauer. Hallo, ihr Lieben. Ja, genau. Wir grüßen alle Zuschauer. Liebe Grüße. Genau. Das ist aber so blöd, weißt du, weil man will ja dann mit Namen gegrüßt werden. Das ist ja voll uncool. Ach, guck mal. Oh, auch Freunde. Ja. Hauptsache so, oh, Freunde. Hoffentlich nicht mehr. Hoffentlich nicht mehr. Nein. So, einladen auf aktuellen Grundstück abzuhängen. Jetzt muss ich hier mal ein paar Leute einladen, weil hier, guck mal, der Simon, der muss mal kommen. Mein Bruder, Mafuyu, der muss natürlich kommen. Und André kann mal kommen. Ihr Dena kann mal kommen. Patrick kann kommen. Und Candy Bear muss natürlich auch kommen. Sonst mehr kenne ich noch nicht. Das ist aber Billo von mir selbst. Ja, es sind doch einige. Ja, aber Mafuyu kenne ich wenigstens. Warte, den und muss sie. Ich doch, den muss ich doch glatt mal. Ja. Wenn der jetzt kommt, was? Dann muss ich den doch mal fragen. So, was beschäftigt, schläft, die schlafen alle. Oh Mann, was sind das für miese YouTuber um diese Ehrlich? Uhrzeit pennen? Geht ja gar nicht. Ah. Personal einstellen, Star-DJ engagieren. Ja. Na gut, der streamt ja mittwochs, vielleicht ist er dann am Wochenende K.O. Echt? Am Wochenende einfach keine Lust, was ist das hier eigentlich? Auch eine kleine Lounge-Bar-Dings-Theke. Willst du selber was machen? Ich bereite jetzt für alle mal was zu. Und oder zwar, so. Zack und weg. Das hört sich gut an. Oh, das ist mit K.O.-Tropfen, oder was? Echt? Zack und weg. Der Superdrink mit K.O.-Tropfen. Einfach nur herrlich. Lecker. Du bist so fies. Wie ich auch hier rumlaufe in Sportklamotten.
Passt guck, wie aber von den Farben gut zu dem zu der Umgebung. Ja, aber guck, wie schnell das auch geht, wie ich das hier einschenke. Hör mal, zacki, zacki. Ist eine Fertigmischung, wa? Ja. Ist wahrscheinlich einfach nur Bier auf so einer goldenen Pulle. Ja. Guck, du kommst natürlich direkt wieder. endlich was zu trinken. Endlich bin ich nicht mehr schwanger. Ja, gib mal her. Hey, du hast dir doch eins genommen, oder? Nee, das war Gronks Hand, glaube ich, die durch meine ging oder irgendwessen andere. Ja, wenn du dir jetzt nicht langsam was nimmst, dann ist es aber gleich... Jetzt ist alles weg. Oh, ich habe nichts abbekommen. Ja, und ich selber auch nicht. Ich hab das schön... Wir sind zu viele. Oh. Ja, jetzt brauche ich auch keinen Zack und Weg mehr. Ja, echt. Ihr seid schon Zack und Weg hier. Ja. Der Reh sitzt ganz alleine. Mit dem muss ich mich ja auch nochmal freundlich verstehen, hör mal. Da gehe ich doch direkt mal hin. Der ist wenigstens anwesend, ne? Ja. Es wird auch schon wieder hell, also was soll's? Die können mal aufstehen, die Leute. Guck mal, du kannst mal hier den Gronk. Kann man nicht mehrere herausfordern? Kann man doch mit spielen mit da. Ja, das geht mit. Hm. Und mach mal mit. Ja. Oder Tyra. Genau. Spiele ich gegen das Paar. Genau. Wo bin ich denn jetzt hingerannt? Du wolltest dich doch mit dem unterhalten. Ja, der kommt aber zu mir, weißt du. Ich lasse Leute zu mir kommen. Sesamba. Sesamba. Kompliment über Aussehen machen. Aber du siehst auch heute richtig schnieke aus, du. Oh, auch leger sportlich. Ja. Passt ja. Paula und Tara sind soeben beste Freunde geworden. Oh. Nee, eigentlich sind wir beide beste Freunde. Nein. Einspruch. Oh, das ist aber irgendwie guck mal, das Pärchen gegen Pärchen. Ja, das ist cool, ne? Das Pärchenduell. Gefällt mir. Ja, ihr habt einen Punkt geholt. Cool. Ja, hoffentlich gewinnen wir. Echt. Das muss ich doch jetzt glatt mal beobachten. Aber wenn Tyra immer so die ganze Zeit am Saufen noch nebenbei ist, dann wird das aber nichts. Ja, siehst du, ich hatte keinen Zack und Weg. Das wird nachher der entscheidende Vorteil sein. Oh nein. Oh no, unentschieden, oder? Ja, es bleibt spannend. Es gibt ja, ich glaube, 5 oder 7 Runden, also es dauert einiges. Ja, das ist krass, ne? Das ist so lange. Ja. Und? Na? Mach was fertig. Ist denn da los? Streng dich mal an, Walle. Den einen Punkt, den gucken wir uns jetzt mal an. Okay. Haben die heimlich trainiert, die beiden, oder was? Echt? So Tischfußball meine ich natürlich. Oh. Ja. Okay. Aber jetzt ist immer noch unentschieden wieder, ne? Ja. Vermute ich jedenfalls, wenn ich richtig gezählt habe. Oder wir auch nichts verpasst haben. Und? Oh. Los. Oh, komm schon. Na. Du regst dich nur die ganze Zeit so über Walle auf. So, boah, streck dich doch mal an. Oh, ja, was ist denn los mit dir? Es hat halt keine Tasten und Knöpfe. Es ist halt zum Drehen, ne? Ja. Oh, das ist aber eine spannende Runde. Die geht aber schon länger. Ja, das ist jetzt vielleicht die entscheidende Runde. Mal sehen. Na. Sich auf? Ah, was? Ach so, die räumt da auf. Also Melina so, oh, steht noch Bier. Da ist Pfand drauf, das brauche ich. Echt? Wir wollen die Pfandflaschen sammeln. Na. Alter, das war echt eine lange Runde jetzt, ne? Ja, vielleicht sind wir einfach gleich gut. Und das ist halt jetzt, ja. Na? Go. Oh, bitte. Mach schon. Oh, nein. Na? Alter. Was ist denn hier los? Es ist ein spannendes Match, liebe Freunde. Es ist unglaublich, was die beiden Konkurrenten hier bieten. Ah ja, die ist zum Ablenken gekommen da. Ja, echt. Und da kommt eine komische blonde Frau, die sich einfach in Gronk reinstellt. Was ist hier los, meine Damen und Herren? Es ist einfach so unglaublich spannend. Ich fall gleich von dir. Ich glaube, die hat Geld gekriegt, damit sie sich da hinstellt. Ja, ich glaube, diese Entscheidung werden wir in diesem Leben nicht mehr erleben. Nee. Es ist einfach so spannend. Sie werden bis in den Tod. Ich bin schon wieder am Schimpfen. Na. Ja, du bist nicht einfach nur pauslos am Aufregen, weil du dir wahrscheinlich denkst, was ist mit dem? Kann er sich nicht mehr anstrengen? Unfassbar. So, jetzt holst du dir mal Fuyu noch, oder was? Jetzt hol ich mir mal Fuyu noch. Das kann ich so nicht stehen lassen hier. Nee. Den André können wir mal einladen.
Wir haben ja auch Mecker gekriegt, dass wir eine Folge nicht mit Techtelmechtel beendet haben. Ja, aber das hatte ja auch den Grund, dass wir abgestürzt sind. Ja, eben. Also seid nicht so streng mit uns. Wir versuchen es ja. Nicht so streng sein, Freunde. Dann bin ich immer traurig, wenn ich abgestürzt bin. Okay. Alle kommen vorbei. Yay. Na, endlich. Mafuyu. Warte, warte, sind sie jetzt fertig? Ich habe immer echt Angst, dass das mal jemand sieht. Ja, das hätten wir uns vorher überlegt. Ja, ehrlich, ne? Ja gut, aber damals war da nicht mit zu rechnen. Heutzutage sieht das schon anders aus. Ich sag ja auch immer, wenn das einer sieht, dann versinke ich eh im Boden, bis zum Erdkern. Alle von da, natürlich, die kommen da die Klippe hochgeklettert. Guck mal, da ist der Frank schon, der Bart. Ja. Oh, hallo. Hallöchen. Nach Karriere fragen. Was machst du so? Was machst du eigentlich voll so? Voll falsch. Melina, hau ab, du bist lesbisch. Ja, dann brauchst du ja keine Angst zu haben. Ja, der Simon. Hallo. Ach stimmt, wir wollten ja nochmal nach der passenden Friese gucken. Hör mal, das ist aber praktisch, dass der jetzt gerade in Badehose hier am Pool sitzt, du. Sieht man gleich, was Sache ist. Ja. Na, du hast ja auch deine Body-Shape-Klamotten. Ja, natürlich. Das ist natürlich alles reiner Zufall. War keine Strategie. Es ist nicht so geplant gewesen, das möchte ich mal an dieser Stelle deutlich erwähnen. Deutlich. Kannst du mal bitte gucken, ob es. Spielen die immer noch? Look doch ja. mal. Ja, das kann doch nicht sein. Gut, dass wir nicht da geblieben sind. Aber ich habe manchmal den Bug, dass die bei mir auch nicht aufhören. Also lass. Die wollen einfach. Nee. Ey, der flirtet mit mir. Ich hab nichts gemacht. Yeah, geil. Ich hab nichts gemacht. Ich hab nur Hallo gesagt. Sehr gut, so soll's sein. Gut, das kann ich jetzt auch irgendwo nachvollziehen. Ne? Wir sitzen hier beide im Bikini am Pool. Also wenn ich beide im Bikini, das wäre krass. Und ich bin jetzt auch noch dazu sehr konzentriert, weil ich mir das mal sehr genau hier angucken muss. Genau, guck dir den mal genauer an. Was hier so abgeht bei dem. Nach Tagfahrt. Hör mal, wie war eigentlich so dein Tag? Das schmeiße ich immer ein bisschen. Deine Let's Plays, die sind wirklich, also, toll. Die gucke ich auch. Weltbester Pro-Gamer. Echt? Hauptsache. wie schlecht. Wie schlecht. Ja. Das sieht aber auch so komisch aus, weil ich ihm in Arm nehme. Ich finde das immer so, irgendwie so unmännlich. Das sollte lieber der Mann machen, oder? Ja, aber du hast es wahrscheinlich angeklickt, oder? Nö, ich habe hier gar nichts angeklickt. Ich mache hier gar nichts. Ich mache hier überhaupt nichts. Erst ein Kuss. Ja, nicht? Ach, schön, das ist ja süß. Das ist echt süß, ne? Mhm. Nummern austauschen, das machen wir doch mal. Das kann man ruhig machen, bevor man sich küsst. Oh, hier! Ja, so muss Tischfußball sein. Am Ende besiegt die Gruppe Valentin und Fräulein die Gruppe Erik und Tyra mit 5:4. Yay! Bestens! Wow! Ja. Ich will jetzt echt. Ja, ne? Das ist echt lustig. Oh, du könntest sogar mit ihm zusammenkommen schon. Na, sowas. Oh. Gronkh muss so. Echt? Gronkh kommt erstmal mit dem Burger so. Erstmal gucken, was hier so seine. Brustburger. Seine Mitarbeiter hier so treiben. Gut, das ist der Hacker. Oh nee, jetzt hackt er sich schon als Angestellter ins Spiel. Ey, das ist ja echt, ne? Der ist voll der Running Gag schon mittlerweile hier im YouTuber. Ja, das ehrlich. Typ, was geht denn mit dem? Frechheit. Aber liebe Freunde, ihr wisst ja, wie es ist. Wir müssen natürlich jede Folge mit einem Techtelmechtel beenden. Und warum geht das nicht? Weil du noch nicht so mit ihm bist. Was? Ihr habt euch ja noch nicht mal geküsst. Ja, und? Man kann ja wohl auch mal hier rumtechteln, wenn man sich nicht geküsst hat. Man muss ja nicht immer jeden küssen. Aber jeden techteln, oder was? Das ist was anderes. Okay, alles klar. Die ich auch. Jetzt mal. Bin ich aber total kokett. Vielleicht geht's dann. Aufreizen, posieren. Was ist denn da im Bad los? Diskussion. Die unterhalten sich, glaube ich, nur. Okay. Oh, Tyra ist wütend. Weil sie verloren hat. Ja, schlechter Verlierer. Schlechter Verlierer, auch man. Oh. Ist doch nur ein Spiel. Ich würde mich mal interessieren, ob sie denn echt auch ein schlechter Verlierer ist. Ich glaube aber nicht. Mal fragen. Wieso kann ich hier nicht techteln? Das ist eine Unverschämtheit. Tja, ich glaube, es dauert noch ein bisschen. Aber ich kann jetzt noch nicht den ersten Kuss. Ich bin schüchtern.
Das ist sowas von paradox, ey. Nicht küssen, aber techteln. So. Ja, da muss ich wieder ran, gerne. Genau, da musst du wieder ran. Das ist nur so. Du Arme, weißt du. Ja, ich hab's einfach zu gut in diesem Herzlich Spiel. Herzlichen Glückwunsch zum neuen Familienmitglied. Du bist aber spät dran, Carina. Echt Blitzmerkerin. Ja. Wie du auch so selbstbewusst auf ihn zuläufst. Ja, Schatz, wir müssen die Folge beenden. Bitte komme jetzt. Wir müssen techteln. Genau. Was ist denn mit den beiden jetzt? Oh, no. Wow, das ist aber nicht normal. Jetzt komme ich. Hallo. Ich habe ja einen Snack vorbereitet. Ah, Hummer, wer kocht denn hier die ganze Zeit? Keine Ahnung. Da steht das da nicht immer? Von Fräulein Celine. Gar nicht gemerkt. Wer kocht denn hier die ganze Zeit? Welcher Idiot ist hier die ganze Zeit am Kochen? Du selbst. Oh. Eigentor. Komm, Walle, wird wieder Zeit. Walle, Wille, Walle. Hauptsache alle gucken hier, ey. Na. Ach, da ist doch der Flirt von Upsala. Upsala. Hey. Ja. Oh. Din, 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 din. Ich mach noch eine coole Kameraführung. Ja, du bist ja immer die Spannerin. Ja, Entschuldigung. Nein, ist ja gut. Es interessiert mich halt, was meine beste Freundin da treibt im Busch. Ja, und die Zuschauer wollen das ja auch. Wir sind fein raus. Ja, wir machen es nur für euch. Genau, wir machen es nur für euch. Ihr wollt das so. Ihr habt euch diese Storys hier ausgedacht. Ich gehe nicht immer mit jedem ins Bett, aber ihr habt das so gewollt. Ins Bett, in Busch, in Schrank. Ja. So. Kuckuck. Juhu. Ich frage mich, wie man sich da an- und ausziehen kann in dem kleinen Buschstall. Und was hat das Motorrad damit zu tun? Vielleicht bist du heiß wie ein Motorrad? Ich weiß es nicht. Das so. War eine heiße Fahrt. Ja, das war eine heiße Fahrt, genau. Weißt du, so okay. Wild and free, weißt du, wie ich meine? Ja. Das strahlt doch. Oh. Strahlt doch so ein Motorrad aus. Ja. So, dann würde ich sagen, war es das jetzt mit dieser Folge. Wir haben es beendet mit einem Techtelmechtel. Für alle Techtelmechtel-Spanner da draußen, ihr habt gekriegt, was ihr wolltet. Ja. Beruhigt euch wieder. Nur weil es das letzte Mal nur einmal gab am Wochenende. Ja. Alles klar, dann würde ich sagen, bis demnächst, oder? Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüss.